jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen was Neueres, nachdem ich ja in letzter Zeit wieder etwas sehr viel Altes gemacht habe. Für mich zumindest neu. Diese goldenen, oh mein Gott, sind die shiny. Oh, die blenden richtig hart. Kriege ich euch geblendet? Kriege ich euch geblendet? Kriege ich nicht. Bitte tun dafür. Doch, da, ganz kurz. Man sieht es auf jeden Fall hier auf der Matte schon. Seht ihr das hier auf der Matte? Dieses Goldschimmern. Die Booster sind richtig golden, Modern Horizon. Ein Modern Set, was von der Stärke her, ich glaube, aktuell noch richtig hart unterschätzt wird. Da sind Karten drin. Heilige Scheiße, sind die geil. Da sind dieser Ren 6 Planeswalker, kostet aktuell so 20 Euro. Ich denke, der wird richtig teuer. Ihr werdet es in der Zukunft wissen, ob ich recht hatte oder nicht. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ich werde es vergessen haben, dass ich das gesagt habe. Ich glaube auch so Dinge wie der Plague Engineer ist auch eine richtig gute Karte. Giver of Runes ist eine bessere Mother of Runes, aber es sieht noch keiner. Mal gucken, ob ich recht habe. Das sind so meine Predictions. Wir haben... Was haben wir denn heute für ein Datum? Das muss ich echt nachgucken. Ich weiß es nicht. Ich muss mein Handy holen. Wir gucken mal. Hier haben wir einen Spawfrog. Spawfrog. 1x1, der ist modern legal. 1x1, man kann ihn opfern, um allen Schaden zu verbrennen. Das ist eine meiner Lieblingskarten im Casual gewesen. Die ist richtig cool. Tatsächlich, ich mag den Spawfrog. Reign of Revelation. 4 Mana, zieh 3 Karten und wirf deine Karte ab. Okay, jetzt ist es nicht bad. Borgant Dragonheart. 3 Mana, 2/2. Man kann eine andere Kreatur opfern, um den zum 4/4 Drachen mit fliegend einwerden zu lassen. Wow, nein. Knight of Old Benalia. 4 Mana, 5 Mana, 3/3 mit Suspend für ein weißes und 5 Suspend. Das ist okay. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen alle Kreaturen eine Kontrolle plus 1/1. Das ist okay. Savage Swipe. Kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges, wenn die Power 2 ist. Und fightet danach. Okay, das ist ein Bärangriff. Mehr Bären braucht es. Oh, guck mal hier, Mother Bear. 2 Mana, 2/2. Für 5 Mana kann man die exilen aus dem Friedhof, um 2 Bären zu erschaffen. Bären. Anwurf. Legacy-Karte. Jetzt auch modern legal. Leute, spielt die Karte mit Snapcaster. Ich hoffe mal, das wird auch sowas. Für ein schwarzes kann man eine Kreatur Mana kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof zurückholen und man kann das Ding cyclen. Also ihr könnt das Ding cyclen. Ihr könnt einen Snapcaster spielen, ihr könnt damit den Snapcaster wiederholen, um damit mit dem Snapcaster das Ding wieder zu spielen. Das Ding ist Banane, das Ding ist der Shit. Dann haben wir Phantasmal Form. 3 Mana bis zum Ende des Zuges werden bis zu 2 Kreaturen 3/3 und haben fliegend und werden Illusionen zum Typ. Und man zieht eine Karte für 3 Mana, das ist okay. Shenanigans ist auch eine gute Karte, gerade für Dredge. Genau wie dieser Horgak-Typ, aber naja, mal gucken, ob der was wird. Ich denke mal noch nicht. Für ein rotes und farbloses, für Sorcery zerstört man Artefakt und mit Dredge 1, gute Karte. Azra Smoke Shaper, 4 Mana 3/3 mit Ninjutsu, 2 Ninjutsu, ich liebe Ninjutsu. Man kann halt bei Ninjutsu eine ungeblockte Kreatur zurück auf die Hand nehmen, die für 2 Mana ein Spielfeld angreifen, getappt bringen, wenn die Kreatur nicht geblockt ist. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur Unzerstörbarkeit bis zum Ende zugeben. Das ist wirklich, wirklich gut. Was bist du denn? Für 1 Snow 2/2. Wow. Snow Artifact Creature Golem. Das ist eine gute Kreatur. Was bist du denn? Glaish? Ich kenne die meisten Karten nicht. Ich habe nur die großen, geilen Spoiler gesehen. Gerade so kam ein Anker, habe ich fast gar nichts gesehen. 3 Mana. Reveal the top. Also man sucht die obersten 6 Karten seines Decks. Guckt man an. Und man kann so viele Snow Permanents davon auf die Hand nehmen, wie man möchte. Nee. First Sliver Chosen. 5 Mana 3/3. Alle Sliver haben Exalted. Also wenn sie alleine angreifen, kriegen sie +1/+1 Fehlweite Exalted. Das ist stark. Und unser Rare ist Altar of Dementia. Der ist jetzt auch modern legal? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der wird bestimmt abused. Naja, 2 Mana Artefakt. Man kann eine Kreatur opfern, um einen Spieler der Wahl so viele Karten millen zu lassen, wie die Kreatur Stärke hatte. Das ist sau stark. Snowcover Plains. Art Token. Was ist das? Das ist der Mox in dem Set. War und ein Bird-Token, der auf der anderen Seite eine Spider ist. Bird, Spider, Snowcovered. Und der Altar of Dementia. Sad. Sad. Ich glaube nicht, dass der aktuell teuer ist. Kann teuer werden, wenn der im Modern gespielt wird, hart. Aber ich glaube da tatsächlich jetzt nicht dran. Aber wenn, dann wird das richtig, richtig fies.
Naja, ihr könnt mir jetzt sagen, was meine Predictions waren. Ich werde es vergessen haben, wenn das Video hochkommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksteel. Ciao, ciao.